Was ist denn da los? Wulf trägt eine richtige Hose? Da muss ja was ganz Besonderes anstehen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und tatsächlich steht etwas ganz Besonderes an, denn ich werde zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder in meine Heimat fahren, nach München. Und ich dachte mir, dann nehme ich euch mal mit auf so einen richtig schönen Roadtrip. Hallo München, du hast mich wieder. Ladies and Gentlemen, ich stehe hier mit einer absoluten Wolfpack-Legende. Ich dachte, ich sage erst Urgestein, aber dafür ist sie noch viel zu schön. Nicht ganz so fossil. Ladies and Gentlemen, kennt ihr diese Frau anhand der Stimme? Sag mal irgendwas. Pizza. Und sofort bei allen, oh geil, Alter, yes, geil. Ja, das ist diese Frau. Völlig wilde Zeiten. Diese Frau hat damals mein allererstes Best-of-Video eingesprochen. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber das ist auch okay, weil das ist halt wirklich über ein Jahrzehnt her. Sie hat damals die Zwischenteile meines ersten Best of Wolverus Video gesprochen. Kann man das noch anschauen? Das kann man tatsächlich immer noch anschauen. Aber was macht Wolverus eigentlich aus? Warum ist er so besonders und hat einen solchen Erfolg? Ganz einfach. Er spielt die Spiele nicht, er lebt sie. Ein Spruch, der bis heute so viel Weisheit in sich trägt, ist wohl dieser hier. Wow. Ah, Zeitstrafe? Hallo, wenn ich in der Arbeit was falsch mache, ist auch nicht plötzlich 3:30. Du hast damals eben diese ganzen Überblenden geschrieben, warum damals ich tatsächlich mal Erfolg hatte, lol. Und dann haben wir erst das Pizza frittieren Video gemacht und dann, damit wurdest du ja zur Legende, weil die Leute gucken das immer noch. Ich hab's mir auch erstmal angeschaut. Nein, echt? Und ich habe auch dran gedacht, dass ich mal was eingesprochen hatte, aber ich hatte keine Ahnung mehr was und deswegen habe ich es nicht gefunden. Das hast du nicht angeguckt? Ja, und auch das Let's Play, das Mario Let's Play. Wie kannst du das geguckt haben? Das haben wir nicht hochgeladen. Haben wir nicht? Nee! Hat man da irgendwas angesprochen? Was? Echt jetzt? Nee, dann haben wir nicht hochgeladen. Weil wir so scheiße waren. Wirklich? Ja. Ich hätte schwören können, ich habe das Video angeschaut. Ja, dann hatte ich einen schönen Traum. Ich weiß nur, dass in meinen Best-of-Sequenzen die eine Szene drin... Du weißt, welche Szene ist. Was ist die beste Szene aus diesem Ding, was wir hier gedreht haben? Also ich habe mal ein Captain Morgan mit Kaba bekommen. Das war eine tolle Szene. Und was hast du dann mit einem ganz gewissen Schlüssel gemacht? Gegessen? Ich weiß es nicht. Ich hatte bestimmt mein Luigi dabei, oder? Kannst du dich nicht erinnern, als du in allerletzten Minute, als die Zeit abgelaufen ist, den Schlüssel genommen hast und ich gesagt habe, wenn du jetzt noch stirbst, ich schwör bei Gott. So, jetzt verschluck den scheiß Schlüssel nicht. Ja, wie soll ich denn den scheiß... Dir trau ich alles zu, ja? Ich bin zwar verfressen, aber dass ich den ganzen Schlüssel auf einmal runterwürge, das dann doch wieder nicht. Und was hast du dann mit einem ganz gewissen Schlüssel gemacht? Gegessen? Nein! Oh Gott! Ich bin so dumm! Und ich... Scheiße! Ja, dann was da oben! Ich hab gedacht, ich geh oben drüber schwimmen. Fährt das Fisch, geh weg. Scheiße! Ja! Yeah. Oh Gott sei Dank! Aber jetzt stirbst du, ich würde so lachen, wenn du jetzt drauf gehst von irgendeinem Scheißfisch. Und du bist dann zurückgeschwommen in den Fisch rein, eine Millisekunde
Sekunde vor dem Ziel? Nee. Das weiß sie nicht, aber sie war... Ja, schlechte Dinge verdrängt man halt ganz gern. Legendäre Szene. Wir haben das tatsächlich nie veröffentlicht, dieses Let's Play, weil wir nach etlichen Stunden Rumkaber entschlossen haben, dass wir nicht gut genug für euch performt haben. Oder dem Internet das nicht gönnen wollen. Dass wir zwar entertainment-technisch gesehen absolut sensationell waren, ist ein anderes Thema, aber es ist sich nicht ausgegangen damals. Ich weiß nur, dass ich unendlich glücklich bin, nach so vielen Jahren wieder bei Sandra zu sein. Und ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Aber wirklich, und ich dachte mir, ich nehme euch mal ganz kurz auf diese nostalgische Reise mit, weil ihr immer wieder von diesem Pizza-Video redet. Das ist auch so witzig, weil ich bin kein Kameramensch, ne, und ich fand es damals schon ganz schwierig, sich da hinzustellen, und ich finde es total süß, wenn ihr das schön findet. So viele Leute haben das geguckt und wie gesagt, sie lassen mir keine Ruhe, fragen immer wieder, wann wieder frittiert wird, und ich denke mir nur so, wie geil wäre es, wenn ich sogar dich wieder damit integrieren könnte. Das wäre cool, aber dann was Leckeres. Du tust gerade so, als wäre die Pizza damals scheiße gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich die probiert habe. Du hast sie gar nicht probiert, du bist davor gegangen. Ja, da war auch alles drauf, alles, was der Kühlschrank zu bieten hatte. So geil. Ob das jemals funktionieren wird, dass Sandra und ich wieder frittieren, das kann ich euch nicht versprechen. Aber ich dachte mir, für dieses nostalgische Video, das sei euch gegönnt. Und was Frittieren angeht, soon TM. Das hier ist ein weltberühmtes Schwein. Und jeder Mensch, der an diesem Schwein vorbeigeht und nicht die Schnauze berührt, der wird auf ewig unglücklich sein. California, such a lonely place. What a nice surprise. What a nice surprise. What a nice surprise. One of the last songs of the first part of my show. Hallo, Toto. Hallo, ein Schritt oder ich fasse denselben. So! Der will mich sexuell berühren. Natürlich mich. Nur die aller krassesten Wolf-Fans auf dieser Welt erkennen, wo ich hier bin. Ja, ganz recht. Vor 9 Jahren hat mich niemand Geringeres als KSI hier an genau dieser Stelle herausgefordert. I tweeted out! Who wanted to play me in FIFA and try defeat me and stop my undefeated streak? And Wolf said he could defeat me. So let's do this! Okay, let's do it. Right here! Yeah! Right now! Come on! Let's go! Yeah, come on! Come on! Yeah! So which way is it into your house? This way? This fucking way! Yeah, good! Okay! Alright, now open the door! I just kicked the door open! Oh really? Well, that didn't work! Er war damals auf European Tour und hat gegen alle möglichen Leute FIFA gespielt. Und er war ungeschlagen. Und er kam nach München, in mein Zuhause. Und wisst ihr, wer seine Winning Streak beendet hat? Me. Und jetzt sind wir 9 Jahre später hier und gucken mal, mitten in der Nacht, wer in dieser alten Chaos-WG noch wohnt. Ich fasse es nicht. Schromm wohnt immer noch hier? Ist so unlucky, aber Schromm ist leider nicht zu Hause. Aber ich hätte literally die Bude gestürmt, wenn ich könnte. Imagine, 8 Jahre später, nein, 9 Jahre später, laden dich völlig fremde Menschen, wo du gerade fahren wolltest, in genau diese Wohnung ein, in der du vor 10, 9, 8 Jahren gewohnt hast, und du sitzt mit denen und trinkst einfach ein Bier. Wie geil ist das denn, Prost! Legende! Also, du bist der allererste, der das jetzt schon sieht. Weltexklusiv. Etwas, das viele tausend Menschen begeistern wird. Okay. Und du darfst die first ever reaction darauf quasi geben.
sehr gespannt. Was war das? Das ist hart, Leute. Das sehr gespannt. Hart. Wahrscheinlich. Hart. Wahrscheinlich hart. Ist es scheiße. Ja, egal, aber es wird hart. Es wird hart. Okay. Aber vielleicht findest du es geil. Oh, okay. Das läuft. Wow. Also der Hintergrund ist schon mal heftig busch. Okay. Meine lieben Freunde, ja? Ich hab's euch immer gesagt. Ja. Ihr schon wieder? Ja, was soll ich sagen? Da ist das Wochenende auch mal eben ganz schnell rum. Ja, Leute, ich sag's wie es ist. Ich habe in München tatsächlich dann nicht mehr so viel gefilmt. Ich habe natürlich jetzt überwiegend die Zeit einfach nur mit meinen Freunden verbracht und wollte halt eben auch so ein bisschen jetzt mal meine Ruhe haben. Und ich muss sagen, dieses Wochenende hat so unendlich gut getan nach 2 Jahren Pandemie. Und ich war so glücklich. Und ganz ehrlich, dem einen oder anderen ist es wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass ich mich jetzt gerade streamingtechnisch sehr rar mache. Das liegt daran, dass ich gerade das absolut dringende Bedürfnis habe, mal ganz heftig Real Life nachzuholen. Gerade nach München ist mir jetzt klar geworden, wie gut mir das getan hat. Und ich muss auch sagen, dass die 3 Streams nach München fand ich persönlich extrem gut, witzig, unterhaltsam. Und das hat mir wahnsinnig gefehlt. Und deswegen wird es eben auch dieses Wochenende wieder komplett kein Stream geben, weil heute steht auch einiges an. Dann geht es in den nächsten Tagen zum Darts. Und das ist genau das, was ich gerade brauche. Aber ich werde zumindest versuchen, euch so ein kleines bisschen contentmäßig mitzunehmen, wenn es eben auch nur so ein kleiner Vlog ist, wie jetzt eben der mit München. Ich versuche das Beste draus zu machen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht, dass ich nach so unendlich langer Zeit des Nicht-Real-Life-Habens jetzt mal ein bisschen die Zeit auskosten möchte. Und auch gerade mit diesem Wetter, ich bin so gerne im Moment draußen, ich genieße jede Minute im Endeffekt gerade und deswegen ist es im Moment, wird es ein bisschen rarer. Aber es kommt definitiv auch nach diesem Wochenende nochmal ein Vlog. Ich mache halt jetzt nicht so ganz so krasse, aufwendige Produktionen, aber ich hoffe, das ist trotzdem immerhin etwas. Jetzt machen wir direkt weiter mit dem Real Life, deswegen gab es am Donnerstagabend, obwohl ich es eigentlich geplant hatte, einen Stream zu machen, jetzt wieder keinen Stream, weil ich ganz dringend noch Doctor Strange 2 gucken möchte und zwar ungespoilert und deswegen geht's jetzt ab ins Kino. Oh boy, also wenn ich den Film jetzt mal ganz kurz beschreiben müsste, dann kann ich einfach nur sagen, das war ein verdammt wilder Ritt. 2 Worte, too much. Ja, ich sag ja, war ein wilder Ritt, Alter, holy shit, ey. So, Movie Review. Ab jetzt könnten Spoiler folgen, also wer Dr. Strange noch sehen will, schaltet hier ab, weil danach kommt sowieso nichts mehr für diesen Vlog. Was sagst du? Multiverse of Madness hieß ja. Es, ne? Es war komplette Madness, aber... aber kein Multiverse, sagst du, oder was? Nee, leider keine positive Madness. Also ich bin ein großer Doctor Strange-Fan. Ich liebe die Doctor Strange-Filme und ich liebe es, wenn Doctor Strange in irgendwelchen anderen Filmen auftaucht und keine Ahnung. Aber, das ist der 2. Doctor Strange-Film. Ja, aber ich meine generell, wenn er auftaucht bei den Avengers oder irgendwas, whatever. Ich liebe es, wenn Doctor Strange dabei ist und Dinge tut, aber der Film heute, er war mir too much. Also fangen wir mal an, er fing echt gut an. Ich hatte ganz kurz Angst, dass America von Zendaya gespielt wird. Für eine Millisekunde. Weil du die für völlig overhyped hältst. Es ist überall Zendaya, Zendaya, Dune, Zendaya, Spider-Man, Zendaya hier und da und alles ist... Ich habe sie echt genug gesehen. War positiv überrascht. Ich fand die Schauspielerin auch echt gut. Ich kenne übrigens aus Babysitter's Club von Netflix. Der ist nämlich ja, dran. Ich natürlich auch. Auf jeden Fall... fand ich es bis dahin gut. Also ich fand auch dass das mit Wanda geil und auch diesen Plot-Twist dahinter, aber also irgendwie hatten die zu viel Budget für Special Effects und die haben für mich maximal übertrieben und es war zu viel Multiverse. Es hat meinen Kopf zum Platzen gebracht und sorry, aber dann irgendein einen toten Leichen-Strange auferstehen lassen, da habe ich gefühlt abgeschaltet. Also Zombie-Strange war mir auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen.
Aber die besten Special Effects, also was mir am meisten gefallen hat von den Effekten her, war der Battle Strange gegen Strange mit den Musiknoten. Das war richtig geil, ey. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Ansonsten, ich fand auch, dass der Film richtig gut begonnen hat. Und dann wurde es also so over the top. Holy shit. Ich bin ja auch riesen Strange-Fan. Ich habe damals den ersten Film gesehen und fand den recht gut. Habe damals eine 8 von 10 gegeben. Und dann habe ich ihn 2 Jahre später nochmal gesehen und fand ihn beim zweiten Mal gucken so, noch so viel besser als beim ersten Mal, dass ich dann sogar auf eine 9 gegangen bin. Also Doctor Strange ist einer meiner wenigen Filme auf der Welt, den ich eine 9 gegeben habe. Aber der, ich dachte mir, also ich glaube, wenn ich jetzt eine Zahl sagen müsste, würde ich eine 8 geben, weil der Film ja trotzdem gut war. Er war zwar etwas over the top und es gab vieles, was mir auch nicht ganz so gut gefallen hat, aber das Positive hat schon, sag ich mal, das Positive hat überwogen einfach. Heute, ja, ja. Also es war mehr gut an dem Film als schlecht. Naja gut, wenn wir von so einer 50-50 ausgehen, ja, dann war es mehr auf den guten 50% ja. Auf den schlechten. 60-40 so. Nee, 60 erreicht es nicht. Echt? Ich bin bei den 55-45. Also es war für mich ein echt durchwachsener Film. Oh krass, was gibst du? Also ich weiß, dass ich den ersten Doctor Strange damals mit 10 of 10 bewertet habe, weil ich diesen Film liebe. Ich kann nur eine 5 von 10 geben. 5? Was soll ich machen? Eine 6 von 10, wenn ich bei 55% bin? Wollen wir aufrunden? What the soll ich 5? Eine 6 von 10 geben? Also 5 ist ja wirklich sorry, aber ich so fand, krank Durchschnitt. Ich verstehe, dass sie mehr mit dem Multiverse machen. Haben sie ja bei Spider-Man auch gemacht. Aber ich fand es... Ja, der Film heißt Multiverse of Madness, aber es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Und es passt für mich einfach nicht. Also passend, finde ich, tut's schon. Und mir hat das mit dem Multiverse auch gefallen. Vielleicht war es 1, 2 zu viel. Richtig geil fand ich natürlich die Xavier X-Men-Szene und allgemein dieses Multiverse, was so schön zu diesem What If gepasst hat. Und auch der Battle mit Wanda von den Avengers aus der Gen gegen Wanda war super sick. Und einmal dachte ich so richtig so, holy shit, auch mit dieser brutalen Szene. So. Das Schlimmste ist, dass sie Picard getötet haben. So ist das nochmal. Wanda, böses Mädchen. Aber das Ende fand ich ganz gut. Ja, das Ende, bevor das dritte Auge kam, war gut. Als das wieder kam, dachte ich, oh nee, Freunde, nee. Ja, nee. Es geht weiter, Ich hatte eigentlich gehofft, er geht raus, geht den Bürgersteig lang und trifft auf seine Christine in der Zeit, ne, und unterhält sich mit ihr, aber nein, fällt er auf die Knie, kommt das dritte Auge. Ich so, oh mein. Aber das Wanda-Ende fand ich fantastisch. Das haben sie sehr gut gelöst mit ihr, fand ich. Ja. Also, okay, sie gibt eine 5, ich gebe eine 8. Ich habe auf 6 aufgerundet. Ja, okay, dann gibt es halt eine 6. Also 5 ist schon echt, also 5 ist ja nehm schon... Nimm halt eine 5,5, wenn du genau sein willst. 5 ist schon echt kein guter Film, ey. Nee, ich... Ja, ist okay, ist ja okay. Ich habe vielleicht zu viel erwartet, weil ich Doctor Strange liebe. Und dann wurde ich... Ja, aber was hast du erwartet, wenn der Film offensichtlich Multiverse of Madness heißt? Nicht sowas. Aber wenn du jetzt den Titel siehst, hast du eigentlich genau das bekommen, was im Titel steht. Weißt du, wenn ich an Multiverse zurückdenke, zum Beispiel die Spider-Man-Film, wo dann die drei Spideys aufeinandertreffen. Ja. Das war ja auch Multiverse. Ja. Das war cool und lustig und mir hat der Humor von Strange gefehlt in diesem Film. Komplett. Nur weil er zweimal einen lustigen Satz gesagt hat. Und ganz ehrlich, plötzlich dann kamen die Illuminaten, das war für mich maximal abgehackt. Die haben sich 2 Minuten vorgestellt und schon war es vorbei. Steckt da noch mehr hinter? Ja, der war halt eindeutig düsterer als der Vorgänger. Ja. Was aber halt auch einfach zur ganzen Geschichte passt. Passt das dir vielleicht zu Strange nicht? Ja, kann natürlich sein. Das ist natürlich am Ende Geschmackssache, aber... Ich war gut unterhalten, hätte mir aber auch, wenn ich die Wahl gehabt hätte, andere Dinge gewünscht. Also dementsprechend bleibt der... Auf jeden Fall hinter dem ersten Teil. Und was mir noch ganz klar aufgefallen ist, Doctor Strange, also den ersten Teil, den kannst du halt einfach gucken, auch völlig zusammenhangslos vom Marvel-Universum. Diesen Film hast du fast keinerlei Bezug zu Story und Charakteren, wenn du nicht die anderen Marvel-Filme kennst. Er geht auf Wanda zu, erzählt Dinge aus der Vergangenheit und wenn du die Filme nicht gesehen hast, denkst du dir... Ja, das ist nicht mal so schlimm, dafür erzählt es halt. Aber zum Beispiel die ganzen Charaktere auch, als zum Beispiel eben dein Picard reinkam, der Moment ist halt nur richtig geil, wenn du X-Men gesehen hast. Also, weil... Und du auch schon wusstest, dass X-Men jetzt in das Marvel-Universum integriert wird und so Zeug oder mit dem Fantastic Four,
So, der hat so davon gelebt, dass du dich mit Marvel beschäftigst, während es halt der erste nicht getan hat. Also den ersten kannst du jemandem zeigen und der wird den halt wahrscheinlich gut finden, auch wenn er mit Marvel nichts im Hut hat. Aber du kannst niemanden, der Marvel mit nichts im Hut hat, den zweiten Doctor Strange Film sein. Der wird damit nichts anfangen können. Null. Das meine ich. Und das könnte man auch nochmal abwertend sehen. Für mich als Marvel-Zuschauer jetzt seit Generationen war ich gut unterhalten. Ich bin ja That's jetzt it. Nicht so tief im Marvel-Universum drin. Ich habe ein paar Filme geguckt, ja, ich weiß grob, worum es geht. Wer war die Blonde am Ende? Ja, das wissen wir logischerweise alle nicht. Darum ging es ja. Aber es hätte ja sein können, dass sie auch irgendeiner aus dem Universum ist und man sie kennt. Offensichtlich ist sie böse. Das dritte Auge ist gekommen und hatte Bock, mit ihr Scheiße zu machen. Also ja, sie ist böse. Falls man den Charakter tatsächlich irgendwo herkennt, dann weiß ich es nicht. Aber es war für mich kein Bekannter, also. Oder es ist halt wirklich einfach nur eine Andeutung gewesen, was halt bei Dr. Strange 3 passiert. Was weiß ich? Oder in den anderen Dingern. Puh, war auf jeden Fall eine wilde Fahrt. Ich glaube, das war's dann auch jetzt erstmal so. Holy shit, ey. Wir müssen ein Experiment machen. Ein Experiment. Die Schauspielerin, die America gespielt hat. Ja, was ist mit der? Ich zeig dir jetzt ihren Namen und du überlegst, wie man ihn ausspricht. Ah, der mit X? Ja. Choicho? Sochi. Sochi? Auf jeden Fall, ich habe das in den Credits gelesen und der Name war sehr wild. X-O-C-H. I-T-L. I-T-L. Irgendwie sowas. Ganz wilde Nummer. Und dann ist mir noch was aufgefallen in den Credits. Vielleicht weißt du das, ne? Wahrscheinlich weißt du es nicht. Vielleicht weiß es einer von euch da draußen. Vielleicht ist das aber auch einfach nur purer Zufall. Mir ist in den Credits, weil ich aus irgendeinem Grund extrem aufgepasst habe, mal aufgefallen, dass manchmal, gerade wenn so ein Wall of Text der Namen ist, dass die Namen sind alphabetisch sortiert nach Vornamen von A wie Aaron bis Z wie oder X wie Xavier. Oder Sochi. Offensichtlich Sochi. Ja. Und dann drei Blöcke später sind die Namen wieder sortiert von A bis Z, aber dann nach Nachnamen. Und dann drei Blöcke später wieder Wall of Text. Völlig durcheinander. Keine Reihenfolge. Warum? Hat das einen Grund? Oder warum? Oder machen die so einfach, ach, jetzt machen wir mal noch Vornamen sortieren, dann machen wir noch Nachnamen sortieren und jetzt nach Geburtsdatum. Ich weiß nicht, warum mir das aufgefallen ist, aber es ist mir, hab's in dem Moment so, weil ich so gespannt gewartet habe, was in den Post-Credits kam und diesmal war es, ernüchternd, by the way. So. Aber lustig, es war witzig, das stimmt. So, das soll es gewesen sein, es war bisher auch definitiv unser längstes Movie-Review. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt Bescheid, denn ich habe richtig Bock auf Kino. In dem Sinne, das war der Vlog aus der letzten Zeit hier so. Und jetzt wisst ihr Bescheid, was wie der Hase läuft, gelaufen ist und wie er weiterlaufen wird, seht ihr bestimmt schon bald. In dem Sinne, wir sind raus, gute Nacht.